den Zeitlinien erleben Sie Menschen, die vordenken, nachdenken, inspirieren und manchmal auch querdenken. Menschen, die uns etwas zu sagen haben. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, darf ich Sie alle nochmals sehr, sehr herzlich begrüßen. So, schönen guten Abend, lieber Herr Erzbischof, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich bin herüber gehetzt, wirklich aus der letzten Besprechung raus und eine Atempause. Bitte mal tief durchatmen, meine Damen und Herren. Kommen Sie runter, seien Sie ganz tiefenentspannt. Wir machen da eine Plauderei jetzt. Das ist kein Match und keine Überzeugung, sondern wir plaudern einfach. Erzbischof von Salzburg, das ist Steirer, muss ich mal sagen, schnappt mir fast über, wenn Sie an das denken. Einer der Ehrigen ist der Erzbischof, ja, in Salzburg. Erzbischof örtlich über Salzburg. Die Stadt kommt mir vor wie eine Bühne, eine Kulisse. Ich bin ein Art Statist, aber wehe, der fehlt. Sprechrolle habe ich auch nur wenige, aber ich bin glücklich hier. Der Prunk passt in Salzburg auch zu der ganzen Tradition der Schützen- und Goldhaubenträgerinnen. Der Bischof soll eben auch wie ein bunter Vogel daherkommen, dann ist das ein Augenschmaus. Was magst du nicht an Salzburg? Ich habe noch nie Salzburger Nockerln gegessen. Vielleicht kann man daraus schließen, dass ich sie nicht mag. Lieblingskirche? Franziskanerkirche. Lieblingsbuch außer der Bibel? Idiot von Dostojewski, würde ich sagen, ja. Glaubst du, dass der Mensch als Mensch, nicht jetzt als Einzelner, sondern als Mensch, als menschliche, als Rasse, als Gattung, besser wird im Laufe der Geschichte? Also ich glaube schon, dass es eine Entwicklung zum Besseren gibt. Aber jeder Fortschritt lässt auch etwas zurück, was gut war früher, ja? Passt sich die Kirche der Gesellschaft oder gesellschaftlichen Akzeptanzen an? Und wo beginnt sie ihren Kern zu verlieren? Die Kirche muss politischer werden, also muss politisch sein, sagen wir mal so. Also ich bin striktest dagegen, dass man auch nur so einen in der letzten Dezimale sowas wie einen Gottesstaat hat. Ich will auch nicht, also ich weiß, da werde ich auch kritisiert, dass man sagt, das Christentum muss sozusagen in die Gesetzlichkeit des Staates übersetzt werden, wie man das dann gehen soll. Ne? Das geht nicht. Ist der neue Papst Franziskus radikal? Ich finde, dass er ist für die Kirche so gut und so richtig. Der tut uns sehr gut, auch wenn es ein bisschen gegen die eigene Intention geht, ein bisschen. Ne? Lassen wir es, ja. Das ist mir jetzt zu sagen. Danke vielmals. Ja, danke, es war recht schön. Ja, danke, danke. Apropos Verzicht. Ja, aber tun wir teilen, ne? Tun wir nicht teilen.